Wir starten dann auch gleich mit dem ersten Vortrag und der kommt von Frank Schnellhardt aus dem schönen Thüringen. Wir haben uns schon vor vielen Jahren im Rahmen der Projekte von IKT für Elektromobilität kennengelernt und auch schon zu Dreharbeiten in Erfurt getroffen. Heute geht es bei Frank um eine ganz besondere Lösung für die Mieter der gewerblichen Wohnungswirtschaft. Herzlich willkommen, lieber Frank. Wie geht's dir? Ja, bestens. Und nachdem wir uns da in Jena zum Drehen kennengelernt haben, ganz genau, aber Erfurt haben wir auch schon uns getroffen, also vor dem Hintergrund. Ich freue mich, hier heute dabei sein zu können und die Lösung von Area Charge vorzustellen. Dann mache ich auch direkt schon die Bühne frei, damit wir hier schön in der Zeit bleiben und freue mich auf deinen Vortrag. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Schwirz, für die Einführung. Herzlichen Dank vor allem auch für die Einladung und für die Möglichkeit, unseren Ladeservice für Mieter in Wohnquartieren vorstellen zu können. Die Area Charge selber ist ein Start-up im Sommer 2021 gegründet mit der klaren Zielstellung, eine Lücke im Markt für Ladeinfrastruktur zu schließen, nämlich die Lücke im Bereich der gewerblichen Wohnungswirtschaft. Ladeinfrastruktur, ich glaube, das weiß jeder, der sich damit beschäftigt, ist nicht einfach eine Steckdose und die Steckdose ist nicht überall gleich, sondern das hängt ganz stark von dem Szenario, von dem Use Case ab, in dem eine Ladeinfrastruktur und auch ein Ladedienst angeboten wird. Deswegen am Anfang ganz kurz eine Einordnung, wie wir das Thema Laden in Wohnquartieren sehen. Und da habe ich einfach mal auf wirklich eine der ersten Abgrenzungen von Use Cases zurückgegriffen, die von der NPE, also von der Nationalen Plattform Elektromobilität, stammt und die damals differenzierte zwischen öffentlich zugänglichen und privaten Aufstellort und bei den privaten Aufstellorten nochmal unterschieden hat zwischen dem Ein- und Zweifamilienhaus, dem Parkplatz in Wohnanlagen und dem Firmenparkplatz. Der Fokus von Area Charge ist ganz klar im Mehrfamilienhausbereich, aber vielleicht nochmal eine andere Abgrenzung, etwas moderner und etwas mit Zahlen hinterlegt, das Wohnquartier. Aus was besteht das Wohnquartier? In Deutschland haben wir ca. 21 Millionen Wohneinheiten, also ca. 50%, die im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser liegen. Dann haben wir insgesamt, also 50-50, die anderen 50% in Wohnanlagen oder im Prinzip in Mehrgeschossgebäuden, wobei wir wiederum nochmal differenzieren in Wohneigentumsanlagen und in Mietwohnanlagen. Warum differenzieren wir? Letztendlich im Wohnquartier ist das Ladeverhalten relativ typisch und relativ identisch. Ob ich im Einfamilienhaus, im Mehrfamilienhaus wohne, ich komme in der Regel abends nach Hause nach der Arbeit und will bis morgens gegebenenfalls wieder geladen haben. Das heißt, die Stand- und Ladezeit ist identisch. Was unterschiedlich ist zwischen den Wohnszenarien, ist die Art und Weise der Technik, die ich benötige. Währenddessen ich im Einfamilienhausbereich mit einer Wallbox zurechtkomme, die gegebenenfalls meine Photovoltaikstrom noch mitnutzt oder gegebenenfalls oder mittlerweile zwangsweise auch netzdienlich laden muss, habe ich in der Wohneigentumsanlage in der Regel für jede Wohnung auch einen Parkplatz. Das heißt, hier ist nicht der Zugang oder das Teilen von Ladeinfrastruktur wichtig, sondern nur in Anführungszeichen, dass ich für den Hausanschluss des Gesamtgebäudes ein Lastmanagement vorhalte. In den in den Mietwohnanlagen haben wir hier eine andere Situation. Hier haben wir in der Regel eben keine 1:1 Zuordnungsmöglichkeit. Das heißt, wir haben in der Regel, ich sage jetzt mal im Schnitt, für 20% der Wohneinheiten einen Parkplatz. Das heißt, wenn mehr als 20% der Menschen in den Mietwohnanlagen ein Elektrofahrzeug hätten, wäre es schon nicht mehr möglich, quasi mit 1:1 zugeordneten Ladeinfrastrukturen den Ladebedarf zu decken. Das heißt, hier muss eine Lösung in einer gemeinsamen Ladepunktnutzung liegen. Und das sind so ein bisschen die Unterscheidungen. Aber man muss sich immer wieder vor Augen halten, ca. 45% der Wohneinheiten sind eben genau in Mietwohnanlagen. Und dafür fehlen uns momentan geeignete Ladedienstleistungen. Und das hängt ganz einfach damit mit der Komplexität und den Herausforderungen in diesem Szenario zusammen. Man muss sich vorstellen, ich habe ein Mehrfamilienhaus, dort sind Wohnungsmieter drin, dort sind möglicherweise auch noch ein Gewerberaum. Das heißt, ich habe den Mieter des Gewerberaums, ich habe Handwerker, ich habe Pflegedienste, die in das Quartier kommen. All diejenigen haben ganz unterschiedliche Bedarfe. Ich habe auch ganz unterschiedliche
Stellplatzsituation. Manchmal habe ich eine Tiefgarage, manchmal habe ich teilweise beschrankte Parkplätze, wo ich dahinter aber keine eindeutige Zuordnung der Parkplätze zu Autos habe und so weiter und so fort. Ich habe also ganz unterschiedliche Stellplatzsituationen und ich habe auch ganz andere Möglichkeiten oder unterschiedliche Möglichkeiten, mich an den in das Stromnetz zu integrieren. Sei es im Prinzip, dass ich direkt über eine Hausnetzintegration gehe oder ob ich direkt über einen separaten Hausanschluss direkt in das Niederspannungsnetz eingebunden werde. Ich habe ganz unterschiedliche Situationen. Darüber hinaus, also über diese hohe Vielfalt hinaus, haben wir aber bei den Mietern eine extrem hohe Kostensensibilität. Ich sage immer so spöttisch, unsere Konkurrenz am Markt ist das Wurfkabel aus dem Fenster. Das heißt, unser Ladeangebot muss sich im Prinzip in dem Bereich bewegen, wo sich auch der Hausstromtarif bewegt. Jeder, der sich mit öffentlicher Ladeinfrastruktur auskennt, weiß natürlich, dass das eine Problematik im Bereich der Wirtschaftlichkeit des Ladeservices ist. Und darüber hinaus hatte ich ja schon angesprochen, die Herausforderung im Wohnquartier der gewerblichen Wohnungswirtschaft ist, ich habe langfristig nicht die Möglichkeit, für jedes Fahrzeug eine Wallbox hinzustellen. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Art und Weise eine gemeinsame Nutzung. Und da kommen wir mit der Firma Area Charge mit einem neuen Lösungsansatz. Wir haben gesagt, wir können uns nicht auf das Haus konzentrieren und sagen, wie kriege ich jetzt für das einzelne Haus einen Ladeservice realisiert, sondern ich muss eine Quartiersbetrachtung machen. Ja? Und ich muss hier einen Systemansatz fahren, dass ich quasi sage, im Quartier habe ich momentan meinetwegen 50 Elektroautos. Das ist natürlich ein bisschen in die Zukunft geschaut. Vollkommen klar, da kann ich natürlich jetzt hier nicht 50 Wallboxen hinsetzen, sondern ich muss einen Weg finden, wie ich quasi für die 50 Elektroautofahrer einen Ladeservice realisieren kann, ohne dass ich gleich 50 Ladepunkte brauche. Und hier haben wir quasi mit dem Lösungsansatz, wir nennen es Shared Area Charging, diesen quartiersbezogenen Systemansatz. Hier realisieren wir quasi Ladestandorte an verschiedenen Standorten innerhalb des Quartiers mit mehreren Ladepunkten, die dann von allen Bewohnern des Quartiers gemeinsam genutzt werden. Wir sagen immer, theoretisch bis zu einem Teilnehmerverhältnis bis zu 9 Elektrofahrzeugnutzern für einen Ladepunkt. Das versteht sich natürlich logischerweise für dem Gesetz der großen Zahlen folgend erst für einen höheren Durchsatz. Wenn wir weniger Elektroautofahrer im Quartier haben, ist das Teilnehmerverhältnis natürlich am Anfang noch etwas niedriger. Da liegen wir vielleicht bei 3-4:1. Aber das Potenzial besteht, quasi diesen Ladeservice so auszubauen, dass ich in der gemeinsamen Nutzung mit einem Ladepunkt oder sagen wir mal mit 10 Ladepunkten 90 Teilnehmer versorgen kann. Was für uns aber auch noch ein ganz wichtiges Element ist, dieser Ladeservice muss so effizient, so kosteneffizient wie möglich realisiert werden. Das heißt, wir haben einen plattformbasierten Ladeservice von der Anmeldung bis zur Abrechnung, kein einziges Mal ein händischer Eingriff erforderlich ist. Also komplett automatisiert der komplette Leistungsprozess, sodass wir in der Lage sind, hier die Betriebskosten für das Betreiben der Ladeinfrastruktur und des Ladeservices minimal zu halten. Wie sieht der Ladeservice, den wir jetzt quasi pilotieren, aus? Wir haben im Prinzip in einem Quartier, mit dem wir gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft starten, in der Regel zu Beginn einen sogenannten Multi-Charging-Point, manchmal auch zwei, den wir mit 2 bis 4 Ladepunkten in der ersten Ausbaustufe ausstarten. Die Mieter bzw. Bewohner des Quartiers, aber eben auch die Einpendler in das Quartier, wie beispielsweise die Dienstleister oder die Kunden von Gewerberäumen in dem Quartier, zahlen für den Ladestrom eine Größenordnung, das ist standortabhängig, im Bereich des Hausstromtarifs, im Moment relativ typisch 39 Cent. Wir orientieren uns dabei immer an dem Stadtwerketarif in der jeweiligen Region. Und damit wir da absichern, dass im Prinzip nicht jeden Abend, 5-10 Kilowattstunden geladen werden, realisieren wir eine Einmalgebühr pro Ladevorgang, weil wir uns vorstellen, dass der Elektrofahrzeugnutzer jetzt nicht jeden Tag laden muss, sondern wir gehen immer davon aus, alle 3 Tage, sodass er die Ladeinfrastruktur ansonsten für andere Nutzer zur Verfügung steht.
Die Registrierung bzw. die Abwicklung des Ladeservice passiert per Smartphone-Applikation, nicht mit einer nativen App, sondern einer sogenannten Web-Application, damit wir maximal flexibel sind und auch keine Notwendigkeit besteht, sich irgendwelche spezifischen Apps herunterzuladen. Der Nutzer kommt an das an den Ladepunkt. Dort kann er einen QR-Code scannen, wird auf die App verlinkt, nachdem er sich einmal registriert hat, landet er quasi beim zweiten Mal direkt schon auf dem Screen für den Ladepunkt und kann, nachdem er den Preis etc. gecheckt hat, der ihm jedes Mal auch aktuell angezeigt wird, den Ladevorgang per Smartphone starten. Er kann den Ladevorgang per Smartphone beenden und erhält quasi als registrierter Nutzer einmal im Monat eine Abrechnung seiner im vergangenen Monat angefallenen Ladevorgänge. Es ist natürlich logischerweise auch so, dass das Spontanladen unterstützt wird oder das Sofortladen. Hier ist eine Registrierung nicht mehr notwendig, sondern ausschließlich das Angeben der Zahlungsdaten. Wie sieht die technische Realisierung aus? Hier so ein Screen, ein bisschen älter schon, um es einfach mal ein Stück zu visualisieren. Wir stellen im Prinzip Ladepunkte. Hier in dem Falle momentan nutzen wir die Ladepunkte der Firma Bender bzw. früher EBI, die Ladepunkte Berlin, die wir ausgewählt haben, zum einen aufgrund der IT-technischen Anbindungsmöglichkeiten, aber zum anderen auch vor allem aufgrund des robusten Stahlgehäuses. Ich sage mal spöttisch, das wohnungswirtschaftliche Umfeld ist hinsichtlich des Vandalismus durchaus problematisch. Vor dem Hintergrund muss eigentlich der Ladepunkt mit dem Baseballschläger bedienbar sein. Das heißt, solchen Angriffen sollte er in irgendeiner Art und Weise ein bisschen was entgegensetzen können. Das funktioniert hier mit diesem Ladepunkt ganz gut. Eichrechtskonform ist selbstverständlich. Und was wir vorhin ja oder was ich vorhin schon gesagt habe, ganz klar ist bei uns die Abwicklung per Smartphone. Wenn wir in einem Quartier begonnen haben mit einem Multi-Charging-Point, dann schauen wir uns im Prinzip, oder wir gehen erstmal grundsätzlich davon aus, aufgrund der derzeitigen Elektromobilitätsnutzung, dass in den Quartieren noch nicht allzu viele Elektrofahrzeugnutzer da sind. Das hat auch einen ganz entscheidenden Grund darin, dass ja viele sagen, ich will zu Hause laden, ich brauche also irgendwie einen Ladepunkt in der Nähe und solange ich das noch nicht habe, kaufe ich mir kein Fahrzeug. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen die Katz beißt den Schwanz Phänomen. Um das aufzulösen, investieren wir als Area Charge, stellen einen ersten Ladepunkt hin, nur mit zwei oder vier, einen ersten Ladestandort hin, nur mit zwei oder vier Ladepunkten. Und das sehen wir anhand der Auslastung, wie der Nutzungsgrad ist und können sukzessive erweitern, indem wir entweder einen weiteren Standort in das Quartier packen oder indem wir bestehende Standorte um weitere Ladepunkte ergänzen. Wir kalkulieren derzeit irgendwo zwischen 8 und 10 Ladepunkten für einen Multi-Charging-Point. Das ist im Prinzip im Kern eine der ganz wichtigen Strategien, die wir fahren, weil wir nämlich extrem auf die Investitionskosten schauen müssen. Und durch die Ladestandorte sind wir in der Lage, mit einem Hausanschluss bzw. einem Netzanschluss viele Ladepunkte zu versorgen und logischerweise damit auch die Kosten für den Hausanschluss auf mehrere Ladepunkte zu verteilen. Das ist eben wirklich eine investive oder eine kostenseitige Fragestellung, an der wir maximal optimieren. Der Ausbau in dem Quartier erfolgt also quasi anhand des gemessenen Teilnehmerverhältnisses. Wenn wir merken, irgendwo am Anfang, wir haben jetzt 3 oder 4 zu 1, also 3, 4 Elektrofahrzeugnutzer für einen Ladepunkt, dann bereiten wir die nächste Ausbaustufe vor. Bei höheren Zahlen können wir dann auf 5 oder auf 6 zu 1 auf das Verhältnis warten. Wenn das jeweils eintritt, wird dann in der Regel erneut investiert. Derzeit oder seit unserer Gründung 2001 haben wir im Prinzip eine Pilotierungsphase gestartet, um einfach Erfahrung mit diesem Ladeservice aus investieren und betreiben zu sammeln. Das ist aufgrund unseres Standorts typischerweise so ein bisschen hier rund um Ilmenau, also sprich in Thüringen. Wir haben mittlerweile, die Zahlen stimmen schon nicht mehr, wir haben mittlerweile 35 Pilotstandorte mit gut 120 Ladepunkten in Betrieb, in Nutzung und sammeln hier die ersten Erfahrungen. Abschließend möchte ich nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt letztendlich hinaus, weil wir uns ja die Frage stellen,
oder weil ich am Anfang die Problematik herausgearbeitet habe, was ist die Problemstellung, wenn ich das Laden in Mietwohnanlagen beziehungsweise in Quartieren der gewerblichen Wohnungswirtschaft realisieren will. Der Kernpunkt oder die Kernherausforderung ist nicht das Lösen der technischen Fragestellungen, sondern die Kernherausforderung ist es, einen Ladeservice wirtschaftlich erbringen zu können. Ich habe hier einfach mal in die Mitte und so ein Business Model Canvas gesetzt und dann mal aufgezeigt, wo sind die Stellschrauben, die wir für den Ladeservice der Area Charge im Bereich der gewerblichen Wohnungswirtschaft sehen, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Und bevor ich auf die einzelnen Punkte eingehe, muss ich einen zentralen Punkt nochmal verdeutlichen. Ich habe am Anfang gezeigt, im Wohnquartier habe ich ein typisches Ladeverhalten. Und dieses typische Ladeverhalten, das ist steuerbar. Die Autos stehen in der Regel von abends bis morgens da und brauchen aber nicht die gesamte Zeit, um ihren Nachladebedarf zu realisieren, zumindest in der Regel. Wir gehen jetzt mal nicht von einem großen Tesla aus, also von einem Tesla mit einer großen Batterie. Aber in der Regel kann ich mit 11 kW und 40, 50, 60 Kilowattstunden Batteriekapazität das innerhalb von 3 bis 4 Stunden realisieren. Ich kann also oder ich bin also als Lade in meinem Ladevorgang her variabel. Ich kann gesteuert werden. Und dadurch, dass die Ladevorgänge im Wohnquartier steuerbar sind, habe ich die Möglichkeit, auf der investiven Seite mit einem normalen Hausanschluss von 30 Kilowattstunden, zumindest hier im mitteldeutschen Raum, mit einem normalen Hausanschluss von 30 kW Leistung, 8 oder 10 Ladepunkte zu versorgen, weil es niemals zu der Situation kommt, dass ich im Prinzip alle Fahrzeuge mit 22 kW laden muss. Das heißt, ich habe hier schon mal die Möglichkeit, ganz erheblich Investitionskosten zu sparen. Durch die Steuerbarkeit bin ich aber auch in der Lage, quasi dem, also dynamische Stromtarife zu nutzen. Ich weiß im Prinzip ja am Tag vorher oder bekomme Day Ahead eine Strompreisprognose und kann also quasi jeden Ladevorgang so steuern, dass er kostenminimal für meine Einkaufskosten realisiert wird. Dadurch maximiere ich wiederum oder optimiere ich meine Marge. Ich kann aber auch durch dieses durch die Steuerbarkeit dem Netzbetreiber die Möglichkeit geben, hier steuernd einzugreifen. Wenn der Netzbetreiber sagt, so, ich muss jetzt mal abschalten, beziehungsweise ich muss jetzt mal nach dem 49a dimmen, dann sind wir in der Lage, die Ladevorgänge so runterzufahren, dass wir die Bedürfnisse des Netzbetreibers erfüllen, aber auch gleichzeitig immer noch den Ladebedarf der Nutzer maximal realisieren. Damit haben wir Netzentgeltreduzierungspotenzial, das sich nach den aktuellen Bedingungen auf 60% des Netzentgeltes, also wir reden hier auf irgendwo 5 bis 6 Cent die Kilowattstunde beläuft. Und darüber hinaus zukünftig gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Flexibilisierungen beziehungsweise dem Netzanbieter, dem Netzbetreiber Flexibilitätspotenzial beziehungsweise Flexibilitätsdienstleistung anzubieten. Das heißt, wir können über die verschiedenen Ladepunkte in einem Niederspannungsnetz, in einem Netzbereich eines Netzbetreibers, können wir die Lade- und Standorte aggregieren und können die quasi als virtuelle Dienstleistung dem Netzbetreiber anbieten und entsprechende Flexibilitätsdienstleistungen oder Erträge durch Flexibilitätsdienstleistungen erzeugen. Das heißt, in unserem Quartier beziehungsweise in unserem Szenario haben wir zwar die extrem hohe Kostensensibilität, wir haben aber durch die Steuerungsmöglichkeit wiederum zusätzliche Ertragspotenziale. Vor dem Hintergrund sehen wir hier in die Zukunft sehr positiv und gehen davon aus, dass bei einer weiteren Durchsetzung der Elektromobilität auch in den Quartieren, in den Mietquartieren der gewerblichen Wohnungswirtschaft erhebliches Potenzial und auch erheblicher Bedarf nach Ladeinfrastruktur besteht und wir als Area Charge mit unserer Dienstleistung dort sehr gut aufgestellt sind. In dem Zusammenhang danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.
Na, dann stelle ich doch gleich die erste, lieber Frank. Ich versuche gerade noch die Begriffe Wurfkabel und Baseballschläger wieder aus meinem Gedächtnis zu streichen. Möchte aber mal ganz konkret nochmal wissen, um das nochmal ein bisschen rauszuarbeiten. Was ist das Wichtigste aus deiner Sicht in der Wohnungswirtschaft, um Ladeinfrastruktur für Mieter auch schnell zu skalieren? Ist es dieses, was du gesagt hast, Finger weg vom Menschen, es muss automatisiert sein? Ganz klar. Das Kernthema Ladeinfrastruktur oder ich nenne das mal ein bisschen weitergefasst, der Ladedienst, weil der Mieter kauft ja nicht die Box, sondern er kauft eine Dienstleistung. Der Ladedienst muss sich dem kostensensiblen Mieter anpassen. Ich kann in Quartieren der gewerblichen Wohnungswirtschaft erstens nicht davon ausgehen, dass ich irgendwie 50, 60, 70 Cent erlösen kann, die Kilowattstunde. Geht nicht. Ich muss zweitens damit leben, dass die Fahrzeuge länger stehen. Das heißt, hier mit Blockiergebühren zu arbeiten etc. ist nicht wirklich eine Möglichkeit. Ich muss damit leben, dass die Autos mindestens über Nacht stehen, wenn nicht sogar manchmal auch einen ganzen Tag. Und das muss mein Dienst abkönnen. Und das ist leider der Baseballschläger. Ich muss natürlich auch mit gewissen Vandalismus im Wohnquartier umgehen können. Das heißt, ich darf da nicht im Prinzip immer aus allen Wolken fallen. Das sind so die ganz wichtigen Punkte in der gewerblichen Wohnungswirtschaft. Der Ladedienst, der muss im Prinzip extrem kostensensitiv aufgebaut werden, damit ich auch nur ansatzweise eine Chance habe, eine Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Ich bin bei den 39 Cent auch ganz wuschig geworden. Als 100% öffentlich Lader ist man ja inzwischen schon ganz andere Sachen gewohnt. Also insofern sollte ich vielleicht doch nochmal über einen Umzug nachdenken. Ist denn eure Lösung auch so ein bisschen, ich sag mal, auch so für Ostdeutschland gedacht, ne, mit diesen großen Neubausiedlungen, die es ja da auch immer noch gibt in vielen Städten? Also ich will das mal nicht bestreiten, dass das so für, jeder hat ja, wenn er so eine Firma gründet, irgendwie ein Bild im Kopf. Und sicherlich sind die großen Neubaugebiete irgendwo ein Bild, was ich auch im Kopf gehabt habe. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, will ich eine gewisse Spezifität auf keinen Fall abstreiten. Aber wir haben im Prinzip seit diesem Jahr begonnen, bundesweit zu skalieren. Wir haben also quasi die ersten Ladestandorte in Sachsen, die ersten Ladestandorte in Sachsen-Anhalt aufgebaut und stehen auch schon in Gesprächen mit Bayern und mit Hessen, also mit Wohnungsgesellschaften aus anderen Bundesländern. Das heißt, eine Skalierung sehen wir absolut optimistisch. Für uns ist die Herausforderung jetzt quasi für unsere Ansätze in den nächsten Monaten entsprechende Investoren zu finden, um hier eine Skalierung vornehmen zu können. Nachdem wir jetzt gezeigt haben, dass es funktioniert, nachdem wir gelernt haben, wie es funktioniert, können wir quasi für die Zukunft auch wirklich in die Breite hinausgehen. Und wir sehen deutschlandweit ein Potenzial, allein für uns, wenn man nur mal so weiß ich nicht, 10% Marktanteil sieht, ein Potenzial von mehr als 400.000 Ladepunkte in der gewerblichen Wohnungswirtschaft. Dann möchte ich mich für den Moment bedanken. Wir plaudern nachher im Panel-Talk ein bisschen weiter noch, lieber Frank, bis dahin. Ich habe zu danken.